In Warhammer Mark of Chaos ist nicht immer alles so, wie es scheint. Dies erscheint zum Beispiel nur ein Held der Chaos-Truppen zu sein. In Wirklichkeit ist er aber ein Lockvogel, denn er hält zum einen das Feuer dieser Turmgeschütze von unseren Truppen fern, zum anderen bindet er auch die feindlichen Streitkräfte, damit sie unser Zauberer hier aus der Ferne mit Todeswolken einäschern kann. Denn die Helden sind im Echtzeit-Taktikspiel wirklich sehr, sehr mächtig. Bei dieser Belagerungsschlacht sind unsere Truppen auch schon auf die Mauern der feindlichen Festung vorgedrungen. Und zwar über einen Belagerungsturm sowie über eine Leiter. Oben auf den Zinnen kommt es dann auch schon zu Gefechten gegen die Speerträger und Bogenschützen der einheimischen Elfen. Da versucht sich der Feind mit einer Kanone in unseren Rücken zu schleichen. Naja, weit gefehlt hat er wohl nicht mit der Reiterei sowie diesen geflügelten Mini-Drachen gerechnet. Naja, die KI ist eben nicht gerade eine der schlauesten. Auf den Zinnen kommt es derweil zum Zweikampf zwischen unserem und dem feindlichen Helden. Bedenken Sie, den Ausdruck Duell vermeide ich hier bewusst, dazu kommen wir nämlich erst am Ende dieses Videos. Und da stürzt der Elf auch schon von der Mauer und lässt im Innenhof der Burg einige nützliche Gegenstände liegen. Deswegen kämpft sich einer unserer anderen Helden hier auf den Hof vor, naja, da gibt es noch ein paar Elfenreiter, die sind aber kein Problem, und sammelt den Plunder auf. Denn in Mark of Chaos gibt's Rollenspielelemente. Jeder Held hat ein Inventar, in dem er Gegenstände mit sich führt, die seine Kampfkraft oder die seiner verbündeten Truppen erhöhen. Außerdem sammeln die Heroen Erfahrung und verdienen mit jedem Levelaufstieg einen Talentpunkt, den sie in einen von drei Fähigkeitsbereichen investieren. Mark of Chaos bietet zwei Kampagnen, eine fürs Chaos und eine fürs menschliche Imperium. Letzteres sehen Sie hier. Auf einer Kampagnenkarte wählen Sie die jeweils nächste Mission aus. Zwischen den Einsätzen dürfen Sie Städte besuchen und dort Verluste auffüllen oder neue Truppen rekrutieren. Hier kaufen wir gerade einen zusätzlichen Helden für unsere Armee. Beim Alchemisten kaufen Sie Ausrüstung für Ihre Helden, zum Beispiel Schwerterrüstung oder Heiltränke. Und hier gibt's auch die Kraftsteine, die den gemeinsamen Mana-Pool der Helden während der Schlacht wieder auffüllen. Außerdem werten Sie einzelne Truppen auf. Hier spendieren wir unseren Schwertkämpfern ein Banner, das ihren Moralwert hebt. Der spielt in den Schlachten nämlich auch eine große Rolle. So, und jetzt darf der Held zur nächsten Schlacht weiterziehen. Die Taktik bei Feldschlachten ist eigentlich immer dieselbe. Sie stellen Nahkämpfer in die erste Reihe, Fernkämpfer dahinter. Ein bisschen seitlich stehen dann die Kanonen sowie Reiterei, die den Feinden beim Angriff in die Flanke fällt. Unser Feuermagier wirft hier nochmal einen Feuerball auf die herannahenden Chaosreiter. Außerdem dürfen die Kanonen auch nochmal schießen, dann kommt's zum Nahkampf. Der Menschenheld stärkt hier seine Truppen mit einem Schutzzauber, daher das blaue Leuchten über den Soldaten. Und da ist dieser Kampf auch schon gewonnen, die Chaosreiter sind erledigt. Die Nahkampftaktik ist für jedes Volk ungefähr gleich, auch hier für die Elfen, obwohl die natürlich andere Spezialfähigkeiten besitzen als die Menschen. Mit ihren Feuerpfeilen senken sie zum Beispiel den Moralwert der feindlichen Skaven, das sind so komische Rattenwesen. Deswegen fliehen die feigen Viecher jetzt schon. Ähnlich wie der Held der Menschen kann auch die Elfenzauberin die Einheiten ihres Regiments stärken. Hier spricht sie gerade einen Segen, der die Angriffsgeschwindigkeit der Männer erhöht. Außerdem lassen wir unsere Bogenschützen weiter Feuerpfeile verschießen und die Ballista im Hintergrund nimmt die flüchtenden Ratten aufs Korn. Und apropos Ratten, im Rahmen des Chaosfeldzugs übernehmen sie auch die Rolle des Rattenkaisers und räuchern hier mit den Ratten einen alten Zwergentunnel aus. Ja, und da sind auch die ehemaligen Eigentümer, denen ist das natürlich nicht ganz so recht. Die Ratten haben zwar einen relativ niedrigen Moralwert, das heißt, dass ihre Einheiten schneller flüchten, dafür sind sie aber zahlenmäßig meist weit überlegen. Und auch die Ratten haben Spezialeinheiten, zum Beispiel diesen Flammenwerfertrupp hier. Reguläre Einheiten sind aber meist effektiver als Spezialtruppen. Und da ist es schließlich das Heldenduell, eine weitere Besonderheit von Mark of Chaos. Entweder Sie oder der Feind kann sagen, so, mein Held kämpft jetzt gegen den gegnerischen Helden. Dann zieht sich ein Flammenkreis um die beiden Duellanten. Die regulären Truppen können nicht mehr eingreifen. Spielerisch sind die Duelle allerdings eher lahm. Sie klicken nur auf Icons und flößen ihrem Recken Heiltränke ein. Heldenduelle klingen also ganz spannend, aber in Mark of Chaos ist eben nicht immer alles so, wie es scheint.
Sie kennen ja die Geheimnisse unserer Videoproduktion. Die Videos müssen immer vor dem Heft fertig werden. Nun soll uns allerdings noch ein Patch zu Mark of Chaos erreichen, der ein paar Sachen an der Balance ändern soll. Der fließt dann selbstverständlich noch in die Wertung ein. Ein paar Sachen allgemein. Mark of Chaos ist taktisch durchaus herausfordernd, leidet aber sehr unter der, naja, nicht ganz zeitgemäßen KI. Wer Warhammer-Fan ist oder sich allgemein für Taktikspiele interessiert, kann trotzdem zugreifen.